gibt ja jetzt schon auch Stimmen, die sagen, das Geschacher der Parteien um die Neuwahlen führt bereits zu noch größerer Politikverdrossenheit. Wie sehen Sie das? Hier ist Ihre Stimme. Die Leute, die da in Berlin waren oder sind noch, im Prinzip wie sich aufgeführt haben wie im Kindergarten, nur hin und her gestritten. Jeder wollte sein Süppchen kochen und zum Schluss ist kein ordentliches Gericht herausgekommen. Und dadurch sind die Leute immer mehr verärgert, es wird ihnen immer mehr abgezogen, es wird ihnen immer mehr verboten und die Wirtschaft wird bewusst abgeschlachtet. Die Politverdrossenheit besteht, ja. Es wird versucht, jeden recht zu machen und das geht nicht. Einen Konsens zu finden als Bürger ist immer schwieriger, weil jeder meint, ich. Und je mehr jeder schreit, desto mehr meine Politiker, ich muss auf den Schreier hören. Aber einfach mal eine klare Linie durchziehen und auch nicht auf die Wähler zu schauen. Ich glaube, das wäre hilfreich. Ja, Politikverdrossenheit herrscht, glaube ich, schon ein bisschen, weil die Mehrheitsbildung einfach schwieriger geworden ist und es immer mehr auf Kompromisse ankommt. Und ja, ich glaube, da sind wir in der Gesellschaft ein bisschen gefragt, Kompromisse untereinander zu schließen, egal ob das im Verein ist oder in der Familie, in der Politik genauso. Und das wird schwieriger, je mehr Parteien im Spiel sind. Und ich glaube, der nächste Bundestag wird ja wahrscheinlich 7 Parteien wahrscheinlich sogar haben. Von daher wird das sicherlich noch schwieriger werden. Diese Streitereien, die jetzt jeden Tag im Fernsehen sind, die gehen einem langsam auf den Keks. Kann man nicht anders sagen. Da schimpft einer auf den anderen, besser geht's überhaupt nicht mehr.